Das kleinste der Ghostbuster-Sets, die 9224. Igen Spengler mit Geistern, ich muss sogar Geistern sagen, weil es sind zwei Figuren und eine geistliche Erscheinung. Eine Geistererscheinung. Ihr habt vorne natürlich das Szenenbild wieder drauf, auf den Seiten das Ghostbusters-Emblem mit der kleinen Szene und hinten alles, was in der Packung drin ist. Igen Spengler, der Geist an sich, dann ein Geisterform, der Strahl-Backpack, eine Falle, das EKG und ein Spazierstock von dem Geist. Und was es jetzt mit dieser kleinen Geistergeschichte hier auf sich hat, zeige ich euch jetzt. Jetzt den ganzen Inhalt der Packung. Natürlich wieder dabei das Playmobil-Heftchen mit den kleinen Produktpaletten, die Playmobil sonst noch zu bieten hat. XL-Figuren, Blindbags, Ägypten und so weiter. Das ist jetzt aber nicht das Thema, deswegen kommt das erstmal weg. Dabei ist natürlich auch die Anleitung dafür, wenn ihr eine Anleitung dazu braucht. Es ist sehr kurz gehalten, also ganz für die Sticker. Die Sticker kennen wir mittlerweile. Wir haben jetzt schon einige aufgebaut. Deswegen fange ich damit auch direkt mal an. Wir fangen wieder mit der Falle an. Die Falle, das kennt ihr, ich mache es mal eben nochmal schnell. So, bei diesem Set haben wir auch einige Sachen dabei, die bei anderen Sets auch dabei sind. Zum Beispiel die Falle, ich habe die schon mal beklebt. Mit den sieben Stickern. Eins, zwei, drei, hier oben die Klappe und natürlich innen drin. Gleich lernt ihr auch, warum die Fallen hier ein Loch haben. Das ist jetzt ganz wichtig bei dem Set. Das PKE-Messgerät habe ich auch schon mal beklebt, damit der Stickerbogen schon mal wegfällt. Jetzt bauen wir noch schnell das Backpack wieder zusammen. Wenn ihr die anderen Reviews gesehen habt, dann wisst ihr, wie das funktioniert. Einfach draufklicken, den Schlauch nehmen, einmal hier unten hineinstecken und das andere Ende kommt dann in den Protonenwerfer. Und damit haben wir das Backpack dann auch schon fertig. Die Falle müssen wir natürlich auch noch zusammenbauen, dann nehmen wir auch die Falle, haben hier natürlich auch den Nupsi wieder hinten dran, stecken den Schlauch drauf und das andere Ende vom Schlauch kommt natürlich auf den Trittmechanismus. Und schon ist die Falle auch fertig. Igen Spengler, auch natürlich mit dem Ghostbuster Overall, das Namensschild ist sehr gut zu lesen, die Accessories am Gürtel, das Ghostbuster Emblem auf der rechten Seite, der Ellbogenschoner und natürlich auch hier die Stiefel. Ich finde die echt gut gemacht. Also auch die Frisur ist geil. Diese tolle Welle ist echt geil gemacht. Man erkennt ihn auch. Finde ich klasse. So, dann ziehen wir mal direkt an. Vorsichtig, dass die Haare nicht abfallen. Klack. So, und jetzt hat er direkt den Backpack an und kann Geister jagen. Das PKE kriegt er auch noch in die Hand. Und dann ist unser Igen Spengler einsatzbereit. Als zweite Figur haben wir einen Geist. Also es ist eine Playmobil-Figur, die so halb durchsichtig ist. Ihr seht das schon, da sind so Knochen und zerfetzte Klamotten sind da aufgedruckt. Das Einzige, was jetzt nicht durchsichtig ist, ist der Umhang bzw. das Jackett. Der ganze Körper ist ansonsten recht durchsichtig. Er kommt natürlich auch mit zwei Zubehörteilen. Einmal dem Zylinder. Und er hat noch einen sehr stilvollen Gehstock dabei, damit er komplett ist. Also es ist das erste Set, wo ein Geist in der Form dabei ist. Aber ihr seht schon auf der linken, rechten Seite, da lugt schon was um die Ecke. Das ist ja nicht alles. Es ist noch ein anderer Geist dabei, und zwar dieser hier. Das ist eine hohle Form in dem Sinne. Also hier ist nichts drin, es ist einfach nur ein angedeuteter Geist mit dem Gesicht, der auch lustigerweise lächelt der. Ich verstehe gar nicht, warum der lächelt, aber er lächelt. Und der hat hier unten einen kleinen Pinöpel. Und das ist auch der Grund, warum die Falle ein Loch hat. So habt ihr jetzt auch den Effekt, dass der Geist in die Falle eingesogen wird und Igen seinen ersten Geist gefangen hat. Ein lustiges Set. Also ich finde das eine geile Idee mit dem Pinöpel da. Was ich noch nicht gezeigt habe, ist, Spengler hat noch ein kleines Walkie-Talkie dabei. Das kann er natürlich auch in die Hand nehmen, aber nicht alles auf einmal. Deswegen habe ich das erstmal dazugelegt. Das ist also das Set Nummer 9224 mit 18 Teilen und eine super Ergänzung zu den restlichen Playmobil-Sets.